bin auf Usedom, auf der fantastischen Insel. Es hat doch grandios geklappt. Fantastisch. Habe ich fast gar nicht mehr mit gerechnet. Der Kapitän hat erzählt, dass seit 2018, Ende 2018, die Fähre von Kam nach Kamin nicht mehr fährt. Ich weiß nicht genau, ob das Kamin oder Karnin heißt. Ich habe meine Brille nicht mit. Und da muss ich manchmal die Orte nur schätzen, wie sie richtig heißen. Er hat mich nicht auf Usedom, auf Kamin abgesetzt, sondern wie ihr gesehen habt, an der Brücke, über die ich gekommen wäre, wenn ich hätte über Anklam fahren müssen. Also die ca. 35 Kilometer mehr und dann halt, ja, viel Bundesstraße vielleicht. Vielleicht haben sich da auch noch ein paar Wege geändert. So, und jetzt wird es Zeit für ein Nachtlager. Auf der Seite sieht es schon mal nicht so sumpfig aus, so moorig. Schwierig mit der Nachtplatzsuche hier. Alles nur Felder, dann Dörfer. In den kleinen Wäldchen geht gar nicht. Hier habe ich jetzt eine Wiese. Allerdings steht da hier so dieses landwirtschaftliche Gerät und im Hintergrund hört man, die sind am Arbeiten. Und die sind auch manchmal sonntags arbeiten und nachts. Heute ist Samstagabend. Nö, ansonsten wäre das eigentlich sehr schön. Da hinten steht das landwirtschaftliche Gerät, was in den nächsten 12 Stunden vielleicht abgeholt werden könnte. Ich habe aber hier in der Nähe von der Wiese, neben der Wiese, noch ein kleines Versteck für mich gefunden. Nur der Jäger könnte mich erschießen, da ein Jäger stand. Und vielleicht könnt ihr es entdecken. Das Zelt. Ja, die schwarzen Taschen seht ihr vielleicht. Eine schöne kleine geschützte Stelle. Und von da vorne aus, ja, kann man mich eigentlich nicht mehr sehen. Außer die Traktoren fahren hier eine Runde und wenn. Ich glaube, da gibt es keine großen Probleme. Ich bin heute etwas später angekommen. Das war, na, jetzt haben wir es 20.30 Uhr. Ja, vor 30 Minuten circa, also 20 Uhr. Gefahrene Kilometer habe ich noch gar nicht geschaut. 106 Kilometer. Also grob gesagt von Leipzig bis auf Usedom 500 Kilometer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Morgen, wir haben das andauernd gesagt, soll gewittern. Morgen soll es wirklich gewittern mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%. Wenn es Vormittag kommt, gibt es ein gewisses Restrisiko hier mit trockenen Ästen auf dem Zelt. Aber von der Konstruktion her ist das Zelt sehr robust. Da können die an dem Verstehnylon wunderbar abgleiten, die Äste. Ja, die Erntemaschinen sind etwas laut. Sag mal, fällt mir gerade ein,
den morgigen Nachtplatz werde ich dann nicht mehr filmen. Videoreihe endet morgen. Welcher Nachtplatz wäre für die, die bisher zum Schluss durchgehalten haben, welcher Nachtplatz wäre denn euer Liebling gewesen? Ja, ich glaube, ich habe meinen. Am liebsten mag ich aber welche an einem rauschenden Bach, einem klaren Gebirgsbach. Das sind meine Lieblingsnachtplätze. Ohne Insekten. Ja. Und teils lichte, teils versteckt. Hab irgendwas. Norden, Osten, Süden, Westen. Von da soll morgens Gewitter kommen. Ja, Eingang ist hier. Passt. Gute Nacht. Haufen Hasel, ein Hoppelhase dort. Einen wunderschönen guten Morgen. Das war ja gestern Abend noch ein Spektakel. Die Mähdrescher sind dann irgendwie 3 Stunden lang nur vor meinem Vorzelt hin und her, vor meinem Zelt hin und her gefahren. Zumindest hat sich das so angefühlt. Weiß ich auch nicht. Die haben halt das Feld da hinten eingebracht. Muss ich mal gucken, was sie da veranstaltet haben. Das hat so lange gedauert. Weiß auch nicht. Hier muss ich auch mal in die Kamera halten. Eine von 3 Varianten meines Superhobos. Warte, ich muss euch das noch zeigen, wie schön das ineinander reinpasst. Das freut mich immer mehr, immer wieder. So, Moment, hier einklappen. Schutzhülle überziehen. Passgenau einfügen in den Topf. Tasse. Passgenau einfügen in den Hobo. Das Geschirrtuch. Schirrtuch, müsste mal gewaschen werden. Spirituskocher einwickeln und in die Tasse. Fehlt noch der Deckel, wo ist der wieder hin? Und jetzt hier alles in den Sack. Habe ich noch einen Löffel? Ich habe es noch nicht aufgewaschen. Löffel und einen Deckel noch, aber jetzt habe ich den noch gar nicht aufgewaschen. Naja, könnt ihr euch ja vorstellen. Was heißt aufgewaschen? Ich nehme hier Gras, hier was Trockenes. Vom Haferschleim noch die Reste. Das Gröbste raus. Was halt gerade in der Nähe ist. Moos geht am besten. Ist wie ein Schwamm. Hier war gerade ein bisschen Erde dran.
wenn man möchte. Ein klein wenig Wasser. Ausspülen. Und hole ich das nochmal raus. Deswegen ist das Geschirrtuch auch schmutzig. Etwas. Blitzeblank. Der Regen, das sollte heute Nacht kommen, genauso wie das Gewitter. Ist nach wie vor nicht so. Obwohl das schon die, ich habe mal getestet, die beste App ist, Wetter Online. Genaueste. Ist jetzt für heute Nachmittag angesagt. So, hier der Löffel noch rein. Klappbar. Aber habe ich gerade nichts dagegen, dass es nicht regnet. Schönes Paket. Mein Weg führt mich heute weiter über, da muss ich noch die Karte holen. Hier ist er. So, das ist jetzt gerade nicht mehr drauf, ich bin hier. Ich bin hier irgendwo und hier führt ein Radweg lang. Ne, Moment, ich bin falsch. Doch, ne, ich bin richtig. Hier führt ein Radweg lang. Fahre ich hier so eine Ecke und dann hier entlang der Küste Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin. Eine Freundin treffe ich hier dann in Lodin. Ich werde aber jetzt kaum noch filmen. Es wird dann noch einen Abschiedsgruß an der Küste geben. Das Erkunden der fantastischen Insel überlasse ich euch. Wo die da drüben gestern, wo die dann näher rückten mit ihren Erntemaschinen, die sind ja dann auch auf die Wiese gekommen und zu den Anhängern dahin. Die haben die abgeholt, beziehungsweise das Mähwerk haben die auf die Anhänger draufgeladen. Sind also näher gekommen und da dachte ich, ja, das Zelt, das ist gut getarnt. Ihr seht es ja, es hat ein sehr schönes Grün wie die Wiese, aber mein Fahrrad leuchtet so. Hab's mal noch getarnt. Könnt ihr das sehen? Ich fange schon mal an mit dem Abschlussplädoyer. Also gehört eine Vieh dazu. Ich habe nur den Plan gehabt, ach, fährst nach Usedom, schön, besuchst die Freunde und die alten Karten eingepackt. Grob 5-6 Wegpunkte. Mir gemerkt bzw. aufgeschrieben, Nord-Nordost und alles andere unterwegs und vieles ergibt sich und ergibt sich gut, hat super geklappt, außer diese kleine Geschichte mit dem Bein. Ja, die war gar nicht so klein da an dem einen Tag, in den zwei Tagen. Was mich dann aber immer wieder verwundert, dass trotz Belastung das heile wird. Faszinierend. Es ist jetzt nicht der Grand Canyon. Ist nicht das Mittelmeer,
oder die Alpen. Aber auch du kannst in deinem Land, in deiner Stadt, in deinem Dorf, auf deiner Straße viel erleben. Oder von dort aus. In alle Himmelsrichtungen der Welt. Ich bin jetzt gerade in der Stadt Usedom. Auf Usedom, die Stadt Usedom, Kopfsteinpflaster. Radweg ist hier oben. Was ich unbedingt machen muss, ein Fischbrötchen essen. Oder zwei oder drei. Ich bin kein großer Fan von Fisch, außer Fischstäbchen und Räucherlachs. Aber so ein Matjesbrötchen hier oben, fantastisch. Total lecker. Also wenn das heute brütend heiß und wolkenloser Himmel wäre, hätte ich auch nichts dagegen. Da würde ich einfach mal einen halben Tag nur am Strand liegen. Aber ich bleibe ja noch zwei Tage hier oben auf der Insel. Da stehen die Chancen gut, dass das machbar ist. Man kann natürlich auch bei Wolken am Strand liegen, ist klar. Aber bei der Sonne macht es mehr Spaß. Eine der bergreichsten Strecken auf meiner gesamten Reise, jetzt hier auf Usedom, das letzte Stück nach Ahlbeck. Es ist feucht, warm, man fühlt sich richtig schmuddelig, alles voller Mücken. Da ist der Strand, ich muss unbedingt ins Wasser springen, egal ob es gewittert. Fahrrad nimm mal mit. Gibt es ein lauschiges Plätschern für mich. Und hier vom Strand von Ahlbeck sage ich Adieu. Danke fürs Reinschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Euer Ron Kevenport.